Moin Leute, neues Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Forza Motorsport, Rennwochenende. Na, gucken mal, wir haben hier irgendwie den Modern Showcase Reward freigeschaltet. Wir gucken mal mit dem Wagen, den wir halt hier irgendwie geschenkt gekriegt haben, was wir hier haben. So, warum nimmt er meinen Controller nicht? Müssen wir nochmal aus und wieder einschalten, wa? Jetzt nimmt das. So, ein bisschen Tuning. Ja, schön. Werte verbessern sich. Und dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Weil ich habe das nicht verstanden. Hier stand halt, dass es nur eine Runde ist. Weiß auch nicht, ob es irgendwie vorher ein Training gibt oder nicht. Wir gucken mal. Mit dem Wagen ist mal was anderes. Okay, also wer vorher die ganze Zeit den Aston Martin gefahren ist, ist der Wagen doch ganz schön flott unterwegs. Muss man leider einfach so sagen. Ich bin irgendwie über die Gerade mit 360 geknallt. Aber irgendwie sagt er uns hier die Siegeschancen nicht so hoch an, ne? Sind wir so unterlegen mit dem Auto? Ich würde jetzt mal sicherheitshalber einfach mal von 10 starten. Das war jetzt auch nur eine Trainingsrunde, die ich gefahren bin. War zwar recht sauber, aber wir vertrauen mal auf den Computer, ne? Wenn der sagt, dass unsere Siegeschancen nicht so hoch sind von den hinteren Plätzen. Oh, ein relativ liegender Start. Okay. Okay, Kontakt. Na, nochmal Kontakt. So, da drücken sie mich, die Schweine. Aber glaube ich ganz gut weggekommen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir wieder so ein bisschen in die Routine reinkommen, der Ideallinie, beziehungsweise auch gut die Kurven fahren. So, hier bin ich vorhin auf irgendwie 360, 370 gekommen. Mal gucken, was jetzt gibt. Hier kann man wenigstens auch mal im siebten Gang fahren. Ja, wir sind anscheinend deutlich schneller als die anderen. Ja, das heißt, ja, die da vorne sind anscheinend doch schneller als wir. Die ersten beiden geben auch gut Gas. 360 haben wir auf der Uhr. 361. Da kommt eine kleine Kurve, da dürfen wir nicht gegen die Wand kommen, sehr gut. Okay, da, sorry, da bin ich. Ich weiß nicht warum, aber ich gehe da von der Bremse, weil ich denke, dass die Motorbremse mich rettet, aber die Motorbremse rettet mich nicht. Die Motorbremse in dem Wagen ist nicht mein Freund. Ich finde das auch krass, wie das Lenkrad halt wackelt, ne? Man weiß halt nicht, Topspeed-technisch, ob die da vorne mir überlegen sind, weil es sieht so ein bisschen aus, als wenn sie wieder davon kommen. Wehe, du rammst mich. Ah, fairer geht's doch nicht, oder? Was war das, ein Ferrari? Haben wir den Ferrari erstmal schön in der Kurve nass gemacht. Da hätten wir ja doch weiter von weiter hinten starten können.
sind wir irgendwie ein bisschen hinten auf den Graz gekommen. Halt bei den Geschwindigkeiten Katastrophe, ne? Also hier wird jeder Fahrfehler, glaube ich, bestraft. Und ich glaube, das haben wir ja noch ganz gut gerettet. Oh, der fährt so geschmeidig durch die Kurven, der Wagen, ne? Krass. Geiles Auto. Das ist echt ein nices Auto, muss man so sagen. Es lässt sich gut fahren, auch wenn wir einen Fahrfehler drin hatten, aber erstmal schön alle nass gemacht. So, das war aber, glaube ich, nur ein Rennen, ne? Kann das? Zumindest wurde es, glaube ich, in dem Event mit nur einem Rennen angezeigt. Ja. Ja, dann haben wir die Modern Tour abgeschlossen, ne? Sind überall Erster geworden, außer bei den Superlimousinen. Da müsste ich vielleicht nochmal ran, dass wir da auf Platz 1 kommen. Was haben wir denn hier noch? Das sind die empfohlenen Prestige Tour, ne? British GT. Könnten wir mit dem Aston wieder fahren, wa? Und haben wir hier Italienisch. Ja gut, die Einleitung sind wir ja schon gefahren. Was hätten wir dann hier? Enthusiastentour. Boah, ich würde sagen, wir gehen hier rein, ne? Gucken wir mal, ob wir dafür ein Auto haben. Ansonsten kaufen wir uns eins. Wir haben ja im Moment genug Credits. Nur so einen schönen In den alten Mercedes 80ern oder was? und 90ern wurden technisch fortschrittliche Homologationsversionen von Tourenwagen in begrenzter Stückzahl verkauft. Maximale Geschwindigkeit, optimales Handling und perfektes Feedback für den Fahrer gepaart mit einem minimalistischen, zweckmäßigen Interieur. Diese heiß begehrten Sammlerstücke bieten ein intensives, einzigartiges Fahrerlebnis und stehen jetzt für unsere Rennfahrer bereit, die für die Jagd nach der karierten Flagge das Maximum aus ihnen herauskitzeln können. Nice, nice. Kindheitsgefühle wieder erweckt hier mit den Autos. Okay, ich glaube, die Wahl steht für mich direkt fest. Ich glaube, wir gehen mit dem schwarzen Biest hier. Alles geil. Mit dem Tuning und allem. Einfach nur schick. Das ist halt ein klassisches, geiles Auto, finde ich. Jetzt schauen wir mal, was wir hier leistungstechnisch noch reinkriegen. Okay. Handling und Bremsen werden ein bisschen schlechter. Nehmen wir in Kauf. Und dann sehen wir uns gleich nach dem Training. Ja, in dem Wagen wird man halt voll abgeholt, ne? Ja, man merkt halt, altes Auto, lange Schaltwege. Ich kann ihn nicht einschätzen. Ich würde jetzt hier auch nochmal safe auf Platz 8, glaube ich, gehen. Aber vom Interieur und alles, also, ne, mein Opa hat damals auch so einen alten Benz gefahren. Ist halt interieurtechnisch, wirst du halt hier voll abgeholt. Und ich finde das halt geil, die Schaltwege, ne, wenn du hoch und runter schaltest. Du merkst halt richtig, dass du noch im Getriebe rühren musst, dass da sich was tut, ne? Also. Geile Sache. Und da braucht er erstmal 2 Sekunden gefühlt, bis der Gang drin ist. Mega gut, ey. Also das haben sie echt gut rübergebracht hier. Hey, Kollege.
quer fahren, ja? Bin schon extra weit nach außen. Habe ich gedacht, da komme ich noch dran vorbei. Das war, sorry, glaube ich, unterschätzt. Und dann hat hier zwei BMWs vor uns. Müssen wir die jetzt hier auf der Geraden versägen oder was? Oder sind die schneller? Ja, war ein bisschen zu hart gebremst. Mach die Tür nicht dicht, lass mich vorbei, danke. No, ha. Also ein bisschen besser rausgekommen als ihr, aber wir bleiben dran. Runterschalten. No, da wollte ich ihm jetzt nicht reinfahren. Das hat mich Zeit gekostet. Aber wir versuchen hier fair zu fahren, ne? Nicht so wie der Computer mit Wegrahmen etc. Das ist ja nicht unser Stil. Das passiert zwar ab und zu mal, weil wir uns ein bisschen überschätzen. Aber unser Hauptaugenmerk liegt darauf, fair zu fahren. Oh, hart am Gas bleiben, hart am Gas bleiben. Komm, 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 komm. Ja, unsere Chance, jawohl. Ey, Junge, okay, ich hab nicht hart dicht gemacht, das wollte ich nur mal so klarstellen, ne, also. Da hätte er mir auch ein bisschen Platz machen können, aber. Oder wie meint ihr das? Hab ich da zu hart dicht gemacht? Schreibt mal in die Kommentare. Ich glaube, er war einfach nur sauer, dass ich ihn überholt habe und wollte mir einen mitgeben. Fährst du quer, siehst du mehr, ne? Oder wie hieß das noch? Ja, die Serie gefällt mir sehr, sehr gut. Könnte jetzt auch meinen, man fährt halt nicht so schnell, deswegen fährt man sicherer. Aber ich glaube, das passt alles. Okay, da hätte ich ein bisschen anbremsen dürfen. Oh, 6 Runden müssen wir fahren. Aber ich glaube, da hätten wir ja dann doch weiter hinten starten können. Da ist halt noch nicht, wonach diese Wertung mit dem von hinten starten geht. Ich denke mal, es wird ja wahrscheinlich irgendwie nach Leistung des Autos gehen. Im Gegensatz zu der Leistung der anderen Autos, aber
Rutschi, Rutschi. Über Reifi, Reifi, ne? Ja, ja, hier ziemlich flawless, ne? So, keine Zeitstrafe. Wir haben so ein, zwei Titscher gehabt. Wir fahren halt zwischendurch immer mal so minimal quer, aber verlieren wir garantiert ein bisschen Zeit. Aber im Rückspiegel, man kann ihn da hinten leicht erkennen. Das sieht aber, glaube ich, ganz gut aus alles. Vielleicht kann man hier auch wirklich die Gänge noch ein bisschen länger ziehen. Das würde ich, glaube ich, im nächsten Rennen nochmal einstellen. Aber ich merke halt wieder, dass wir so in manchen Kurven das Problem haben, dass man entweder kurz vor oder kurz nach der Kurve halt dieses Hoch-Runterschalten hat. Ein bisschen Feintuning können wir da, glaube ich, machen. Aber eigentlich ist der Wagen echt gut ausgeglichen. Kann ich mich eigentlich nicht drüber beschweren, bin ich ganz ehrlich. So, out of the box, ein schickes Auto, fährt gut. Ja, minimale Verbesserung. Frage ist halt, können wir hier überhaupt irgendwas anpassen? Okay, also wir könnten hingehen jeweils. Noch mal ein bisschen runter. Das hat ja bei den anderen Autos bis jetzt gut geholfen. Hier können wir leider nichts einstellen. Bremse können wir auch noch nichts einstellen. Aerodynamik. Ja gut, lassen wir mal, ne? Wir haben zwar einen Spoiler, aber das würde ich, glaube ich, so lassen. Wie gesagt, wir gehen vom Luftdruck her ein bisschen nach unten und gucken mal, was das so bringt. Fahre ich mal das nächste Training und bis gleich. So, dritter Versuch nach zwei Game Crashes im Rennen. Na, Platz 12. Oh, ich weiß nicht, warum das Game da mal crasht. Also wie gesagt, das Update für mich, da lädt er das Auto jetzt zum Beispiel gar nicht nach. Doch. Oh, das Update für mich jetzt nicht prickelnd. Aber es ist ja unwahrscheinlich, dass nicht supportete Hardware noch schlechter supporten, oder? Ja, wollen wir hoffen, dass das jetzt zu Ende geht da drin. Ansonsten muss ich mir reinfallen lassen. Und wie ich wieder Forza aufnehmen kann. Ich will hier nicht mittendrin fahren. Okay. Nee. Komm, das kriegen wir sauberer hin, oder? Also hier der Kontakt war ja schon kacke. Achso, guck mal, hast du das gesehen? Der wollte mich voll wegdrängeln, der Sack. Das galt mir, der Schlenker. Hundertprozentig. Okay. Das gefällt mir deutlich besser. Oh, wieder ein zu weit runter.
Ein bisschen später am Gas als die anderen da vorne, aber das ist auch nicht schlimm. Hier in der Doppelschikane werden die mich von der Ideallinie bringen. Das ist halt. Da müssen wir hier so ein bisschen abkürzen, in der Hoffnung, dass es keine Zeitstrafe gibt. Gab keine Zeitstrafe, auch der Kollisionskram gab keine Zeitstrafe, das ist sehr gut. Mach die Tür auf, danke. Da sind wir ein bisschen im roten Drehzahlbereich rumgedriftet. Wow, hart am Limit. Na, da weiß ich nicht, ob das unfair von mir war, beziehungsweise was ich da hätte machen können, um die Tür aufmachen, zumachen, ist halt. Aber ich war ja vorbei, also hätte er eigentlich zurückstecken müssen, oder? Ist das nicht so, wenn man überholt hat, beziehungsweise vorbei ist, muss der andere frei machen? Na, mittlerweile mit dem Wagen, die Schikane geht ganz gut. So. Aber hey. Zweite Runde. Ich bin hier an der Stelle vorbeigekommen, ohne das Game crasht. Oh, ich habe aber viel zu spät gebremst. Nee. Komm, das. Das ist Vollkatastrophe. Schön innen dran vorbei. Jetzt müssen wir hier ein bisschen härter bremsen. Junge, wenn du mir reinbretterst, kann ich nichts dafür. Aber ich war doch wieder vorbei, oder? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber ich würde sagen, ich war dran vorbei und er hätte Platz machen müssen. Das ist meine Meinung. Wir müssen auch manchmal selbstkritisch auf unsere Fehler gucken, aber da bin ich mir ehrlich gesagt keiner Schuld bewusst. Da haben wir schon schlimmere Vergehen gehabt. Drei Runden noch, okay. Bis jetzt ist das Game nicht gecrashed. Das ist. Oh, der war wieder ein bisschen spät gebremst, aber. Trotz der späten Bremsung war das ganz gut rausgekommen. Schön am Rutschen hier. Und immer schön am Limit fahren. Hart am Gas hängen.
Schikane wird auch immer besser. Ja, ich mag das Auto, ich mag den Cup. Wobei hier im Training, in der Passage hier, ich weiß nicht warum, aber in der Passage habe ich immer Zeit verloren, ne? Also da komme ich nicht so sauber durch, wie man durchkommen könnte, habe ich das Gefühl. Ja, nee. Was habe ich denn da jetzt schon wieder gemacht? Reden und fahren, ne? Manchmal ein bisschen schwierig, vor allem wenn man da so leicht über den Curb kommt. Das war Grütze, aber okay. Wir haben den Vorsprung, den Fahrfehler können wir mitnehmen. Einmal unkontrolliert wieder aus Versehen in den ersten geschaltet. Der war abgekürzt, aber keine Strafe. Sehr gut. Da hätte ich eine Zeitstrafe für erachtenswert erhalten, würde ich sagen. Ich glaube, da habe ich mir einen kleinen Vorteil erschafft durch die Abkürzung. Etwas gequält wieder im zweiten Gang, schön hochdrehen. Hier gehen wir ein, zwei Mal vom Gas, dann kommen wir da durch. Hier bremsen wir einmal an, dass wir hier sauber durchkommen. Und dann kommen wir hier im vierten raus. Wobei sich der vierte dann, wenn man rauskommt, echt gequält anhört. Vielleicht ein bisschen zu sehr ab Gas, aber wir sind ja wieder vorne. Wir haben ja ein bisschen Vorsprung, das heißt, wir können wieder so ein paar Limits testen. Ah, ein bisschen zu früh Gas gegeben. Erst einlenken, dann Gas geben. Okay. Aber das war doch easy peasy. Dafür, dass er gesagt hat, dass wir Dritter bis Fünfter werden. Und hey, das Game ist nicht gecrashed. Das ist doch schon mal schön. Gut gemacht. P1. Das ist doch schon mal schön. Ja, jetzt bin ich natürlich hier zeittechnisch. Von meiner Aufnahme her totale Grütze. Ich werde natürlich die Game Crashes rausnehmen. Muss ich gleich mal gucken. Meins die zweite Strecke, ne? Und schon wieder. Neon-Effekt ist ein Feature. Es ist kein Bug, es ist ein Feature. Das ist eine Mod. Eine Mod, die ich nicht installiert habe für Neon-Lights. Strecke 3 von 5. Ja gut, dann würde ich sagen, müsste das ja passen. Wir haben eine Strecke mit dem Ford, zwei Strecken mit dem Mercedes. Dann würde ich hier nochmal eben kurz einmal gucken, was wir tuning-technisch rausholen können. Und dann, ja. Okay. Den nehmen wir mit. Und dann würde ich sagen, was ist das für heute? Ja, Sonntag kommt dann der Rest von dem Cup. Also wie gesagt, die alten Autos, vor allem der Mercedes, also gefällt mir super. Wenn ihr die noch nicht gefahren seid, müsst ihr die unbedingt fahren. Richtig geil. Also das Feeling finde ich noch mal tausendmal geiler als mit den fetten Boliden. Und ja, ist halt Schneckenrennen, ne?
oder wie auch immer man es nennen möchte. So, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt und euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt was in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Weihnachtszeit, Nächstenliebe. Lasst ein bisschen Liebe da, wenn ihr noch nicht habt, abonnieren, wäre auch cool. Ein bisschen Wachstum könnte ich nochmal vertragen, dann weiß ich auch, dass das, was ich hier mache, richtig ist. Und wenn ihr andere Game-Vorschläge habt, was ihr sehen wollt, schreibt es auch gerne rein. Würde mich freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.